Im Sinne der Anklage nicht schuldig. Im Sinne der Anklage nicht schuldig. Im Sinne der Anklage nicht schuldig. Ich habe mich nie daran gewöhnen können, dass die Apfelbäume in Argentinien im Oktober blühen. Apfelbäume blühen im Mai, nicht im Oktober. Im Oktober erntet man den Apfel. Herrlich! Ein Spaziergang durch die blühenden Apfelhaine im Mai. Aber im Oktober auch muss man den Bus nehmen. Dicht gedrängt auf einer Bank, zu dritt fliegende Händler, Hühner, Ziegen, Schafe, manchmal sogar Ferkel. Aber das ist eben das Flüchtlingslos, fern der Heimat. Ich unterschreibe kein Geständnis. Zu beichten habe ich nichts. Ich bin vor Gott mit keiner Schuld belastet. Ich habe nichts getan, jedenfalls nichts Unrechtes, Punkt. Und ich empfinde keine Reue. Ich habe nicht gesagt, dass ich nie einen Fehler mache, dann wäre ich Gott. Fehler macht jeder. Ich habe nur getan, was mir befohlen wurde. Ich war Untergebener. Liebe Vera, dir muss um meine Seele nicht bange sein, denn ich bin mit Gott im Reinen. Mich trifft an allem, was ich getan habe, keine Schuld. Ich bin nicht verantwortlich für das, was gemacht wurde. Ich habe die Befehle nicht gegeben. Man hat mich missbraucht. Lieber Vater, erst jetzt erfahre ich, dass du nicht Onkel Ricardo bist, sondern mein Vater, den die ganze Welt für einen schlimmen Verbrecher hält. Ich kann die Anschuldigungen gegen dich nicht anerkennen, aber selbst wenn sie sich als richtig erweisen sollten, wirst du immer mein Vater sein und ich werde immer dein ältester Sohn sein. Ich werde dich nie im Stich. Kurze Zeit später höre ich, dass Stoffer erschossen worden ist. So ähnlich ist es dann auch Dr. Epstein gegangen, den ich von 1935 von Berlin her kannte. Mir kam es damals so vor, als würde man meine Abwesenheit benutzen, um sämtliche jüdischen Funktionäre, mit denen ich jahrelang zu tun hatte, aus der Welt zu schaffen, weil ich's nie getan hätte. Der Unmensch, als den man mich hinstellt. Ich liebe doch. Ich liebe die Musik, besonders Schubert, Beethoven. Ich liebe Kinder, ich liebe die Natur, ich liebe meinen kleinen Garten, ich habe Bäume gepflanzt, Blumen, ich bin kein Unmensch. Das konnte man ja vorher nicht ahnen. Ich bin ja auch eher zufällig in die SS reingeraten. Liebe Vera, lieber Hasi, nichts fördert die Herzensbildung so sehr wie die Musik. Die Österreicher hatten in ihrer nationalen Begeisterung natürlich sofort alle jüdischen Funktionäre ins Gefängnis werfen lassen. Das war natürlich ganz schlecht, denn ich hatte ja keine Ansprechpartner. Mit wem sollte ich die Auswanderung organisieren? Kurz und gut,
Ich holte sie alle heraus. Der tatkräftigste schien mir Dr. Löwenherz zu sein. Ich drückte ihm Papier, Bleistift in die Hand, sagte zu ihm, schreiben Sie doch mal auf, wie Sie das Ganze hier organisieren würden, wie Sie das Ganze leiten würden. Ich habe mich immer um die jüdischen Funktionäre gekümmert. Ich glaube auch nicht, dass sich einer von ihnen über mich beschweren würde. Nicht einmal heute. Denn sie wussten alle, dass ich kein Antisemit war. Ich war nie ein Judenhasser. Ich will mich damit nicht loben. Ich will nur sagen, dass die Zusammenarbeit auf der Zentralstelle immer eine sachlich korrekte gewesen ist. Ihr Oberstromer Führer Eichmann, geben Sie mir ein paar Links, Judenreferat, Stromführer Kamenka. Ja, ich warte. Zuständig. Was mit den Leuten an ihren Bestimmungsorten geschah, das lag nicht in meiner Verantwortung. Nicht jeder, den ich evakuierte, wurde getötet. Es gab ja bei Kriegsende in Europa noch über 2 Millionen Juden. Manche brauchten noch Lust zu arbeiten. Ich habe noch 1944 in Budapest den Alliierten 1 Million Juden angeboten für 10.000 Lkw. Wie Sauerbier habe ich sie angeboten. Aber niemand wollte 1 Million Juden. War das etwa meine Schuld? Niemand hatte ein Interesse an ihnen. Ich habe getan, was ich konnte. Im Sinne der Anklage nicht schuldig.